Udos Aufwärtsschlange ist auch bereit. Scheiße. Oh. Haben wir das gehört? Karma, ey, Karma. Voll mit dem Kopf gegen das Ding gelaufen. Es ist ja bekannt, dass Udo, wenn er zum Sportplatz kommt, müde ist. Deswegen warte ich auf ihn. Ich bin gerade mit dem Kopf voll gegen die Türkante gelaufen. Wirklich, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Ich mag doch nicht die Bayern-Tasse. Oh. Wilfried ist schon da. Er müsste jeden Moment kommen. Der lässt sich eine Zeit, das gibt's ja nicht. Udo, keine Gewalt! Ich weiß, Gewalt ist keine Lose, bei mir ist er nicht anders. Udo, guck mal, ich habe hier mit dem Kaffee gewartet. Zum Glück bist du mit dem Auto gekommen, mit dem Fahrrad, du wärst quer durch die Bande gejagt. Dann wär ich über den Kopf gekriegt. Wie geht's dir? Hundertprozentig. Halt den fest, ich bin gerade so doll beim Rausgehen. Komm her, zeig ich dir, ohne Witz. Oh, hier muss ein bisschen, Udo. Hier muss Margarine an der Tür. Nee. Wollt ihr reinlaufen und mit volles Mett mit dem Kopf dagegen. Karma. Moin. Nimmt er mir den weg, ey, ich dreh am Rad. So. Ich bin eine Krise. Ich geh nach Hause. Wie schlecht war das denn? Du kommst immer so müde zum Sportplatz. Ja. Deswegen dachte ich, wecke ich dich heute doppelt, damit du doppelt fit bist für den Tag. Udo! Heute ist ein schöner Tag, denn es ist Freitag und Wochenende und wir bauen den Besandungswagen zusammen. So, jetzt setz dich hin und Kaffee trinken. Hast du den Trainingsplatz schon fertig? Ich hab Bonbon im Mund. Das ist Rakritze und das schmeckt denn nicht. Ja, wieso trinkst du es dann trotzdem? Bist du blöd oder was? Nee, evangelisch. Seid ihr auch so voller Vorfreude, dass wir endlich wieder beim Agri-Fab beigehen? Ja, wa? Hä? Schön beim Agri-Fab beigehen! Agri-Fab! Ich bin jetzt richtig gespannt, ob das funktioniert. Ja, aber wie ist denn der Zwischenstand jetzt überhaupt? Da müssen wir den Leuten da draußen mal erzählen. Ja, also, der Mechanist. Stiller Fuchs. Liebe Leute da draußen, wir haben Besander gekauft. Das ist ein hell, fein und hell... Schien-Gerät. Das ist wirklich hell schier. Und da haben wir schon mit angefangen zusammenzubauen. Das könnt ihr im Video vom Mittwoch sehen. Was los? Ich höre jetzt besser. Jetzt geht's los. Die ganze Soße wieder von Anfang an. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Step 4 waren wir. Hä? Step 4. Nee. Ja, hier. Ja, doch nicht. Nein. Ja! Nein! Wir waren doch schon weiter. Wir haben das schon zusammen. Ich hau ihn gleich ein. Wo waren wir? Step 7. Hier waren wir, hier waren wir. Ja. Hier hab ich auch Step 4. Also waren wir beide gleich, du Dussel. Und der wird hier unten festgeschraubt. So, hier die Schraube mehr. Gib mir die Schraube bitte hin. Die müsste eigentlich hier durchpassen. Hier muss die Schraube rein, glaube ich. Nein. Wieso nicht? Das ist die doch gar nicht, die Schraube. Nee, dann ist ja die. Hier durch, ja. Und dann kommt hier. Ja, und was hat das zu bedeuten? Dann ist nur da dein Fest sitzt, du Dussel! Das sitzt nicht mehr, den kannst du jetzt so runternehmen. Oh ne, stimmt. Ja, wann kommt der denn hin? Nicht als Gastlamm bist du. Ich hab dir das schon mal gesagt. Was denn? Einen Muskel zucken und du guckst ins weiße Licht, Junge, das schwöre ich dir. Timo, liebe Zuschauer, ich muss Timo eben aufklären. Timo, Gewalt ist keine Lösung. Ja, das ist so. Jeder da draußen weiß, mir ist richtiger Ingenieur. Ja, also Satan, du bist also wirklich ein richtiger Ingenieur. Ja, natürlich. Ich habe Ingenieurskunst in den Blutadern. Ingenieurkunst. Ingenieur. Ja. So, was machst du jetzt dann für dich? Die Gummistöpsel müssen damit drauf. Ja, und dann, wo kommen die hin? Von oben rein und dann müssen die hier verschraubt werden. Da, da, da und da. Vier Stück. Jetzt verstehe ich. Er will die jetzt hier durch die Stange. Richtig. Ihr musst die Unterlegscheibe damit drunter. Ich weiß das nicht.
Ja, gut. Ja, aber dann müssen wir jetzt ein bisschen Gewalt. Nee, nichts mit Gewalt. Nein, so meine ich das jetzt nicht. Wieso ist das alles so schwer? Warte doch eben. Ich warte doch, ich habe mein ganzes Leben gewartet. So, das ist nämlich das Problem. Irgendwas sitzt da fest. Das muss lose sein. Nein. So, jetzt. Ja. Weiter geht ja nicht. Merkst du nicht dagegen? Wie heißt das? Der hängt irgendwo fest. Die Schraube ist gleich keine Schraube mehr, dann ist gleich ein Spicke ist das. Nagel heißt es auf Hochdeutsch. Jetzt ist das Ding so verkantet. Das ist das nämlich. Gewalt ist hier bei. Keine Lösung. Geh doch mal weg, ich mach ihn nach. Herr Gott, wie willst du das Ding denn jetzt rauskriegen? Wenn mir sowas macht, mich wahnsinnig. Das Ding ist mit Gewalt reingehauen. Das muss vorsichtig, das ist neu. Ja, wenn du, ich sehe nicht, dann muss ich auf den Tisch. Oh, ich komme mit Waffe. Oh, ist das nicht kacke hier. Wenn du nur einmal so eine Scheiße kaufst. Saat ist bekanntet. Timo, so jetzt ist er drin. Leute. Also das sieht so aus. Du hast die ganze verkehrte Blatt in der Hand. Ich hau ihn das Ding gleich so ein. Ja, Sissi. Einmal hier vernünftig arbeiten, ohne dass wir uns hier blöd anmachen. Du schreist doch die ganze Zeit rum. Wer schreit? Wir haben das ganze Ding verkehrt auch zusammengebaut. Ich hau dir das Ding gleich um die Ohren. Das Ding ist, glaube ich, zusammengebaut. Timo, er sagte gerade, die Dinger müssen irgendwo dran. Ich schätze mal, das sind solche Verstärker. Die kommen hier mit dran. Hier, so. Nee, so muss der. Der muss da hin. So. So, und da. So. Ja, passt doch. Ja. Ja, Schraube drauf. Oder nee, so weit sind wir noch gar nicht, ne? So, ruhig. Müssen wir da noch einen Unterlegschalter drauf machen? Dann müssen wir noch vernünftig anziehen gleich noch, ne? Ja, da war mir klar. Wo ist der jetzt denn geblieben? Leute, wieso kann nicht einmal das Werkzeug hier liegen bleiben? Wo will wir dann arbeiten? Kein Fiedes! Das Glück gehabt. Ja, sicher! Bauen. Wir keine Knarre hier haben, das ist ein Unding. Udo, du hast einen Werkzeugkasten geschenkt bekommen von deinen Fans. Da ist ein Knarrenkasten drin. Ja, da war aber dunkel, als ich den geholt habe und da konnte ich den nicht so schnell finden. Da ist eine Lampe drin hin. Ja. Ich gehe jetzt im Hin- und Knarrenkasten. Okay, ist das in Ordnung? Mann, wieso kann ich nicht einmal ohne Knarrenkasten? Nee, gibt's hier nicht. Lauf. Das ist genauso wie früher der Fehl. Vorres, lauf, Vorres. So bin ich schon. Udo, lauf! Letztes Mal ist er da hingelaufen, sagte, es ist dunkel, da ist ein Lichtschalter rechts, den kannst du anmachen, da ist die hell beleuchtete Garage. Nee, er kommt mit einem Schraubenschlüssel an, den du noch nicht mal vernünftig in der Hand nehmen kannst und eine Zange die ganze Zeit abrutscht. Er hat einen Werkzeugkoffer hinten in seiner Garage stehen für Tausende von Euro, da ist alles drin. Und er kommt hier mit einem Schraubenschlüssel und so eine Zange an. Und da sollen wir das Ding mit zusammenbauen. Du beschwerst dich auch noch, dass er noch mal laufen muss. Ja. Da kriegst du Gicht von dem Finger von Scheiße. So, das sitzt aber fest. Schie! Ist toll, oder nicht? Udo hat den Trötenkopf hier vergessen. Den hat er ja abgenommen von der Tröte, also den Kopf hier, um zu verhindern, dass wir wieder tröten. Und zack. Ihr Lieben da draußen, ich verstecke die Schlange jetzt ein zweites Mal. Und ich wette mit euch, dass er sich wieder erschreckt. Und wenn er es nicht tut, dann verlosen wir noch was in diesem Video, aber ich garantiere euch, er erschreckt sich. So. Und dann macht ihr die Tür auf, dann fällt ihr runter. Und ich stehe mit der Tröte an der Seite. Das ist aber scheiße. Hier eine Tür kleben, das hört er ja dann. Ja. Wenn wir unsere negativen Ideen mal in Positives umsetzen würden, wir könnten alles. Gib mir die Tröte und lauf da hinten hin. Gib mir die. Udo!
gut. Ich hab's. Knarre, ole. Knarre, okay. Ich hau dir gleich. Komplett verkehrte Schraube. Und dann sagt er, wo ist denn so eine lange? Lass Papa mal einen reißen. Nee. Hand da weg, Udo. Nee, aber der ist doch noch. Hey. Er rollt raus. Gib mir den anderen Ding her. Dann würden die passend dafür gemacht sein, dass die hier rein müssen. Hier ist ein Loch. Und das hat bestimmt was zu bedeuten. So, und bei mir geht nämlich gar nichts mehr drauf. Was? Hier. Das nehme ich hoch. Irgendwas stimmt da nicht. So, jetzt passt. So, und jetzt? Was kommt da für den? Die Dinger hier? Wie hörst du bitte eben auf, bevor das hier nicht fertig ist? Kannst du hier nicht... Das passt gar nicht. Aber die werden draufgeklopft. Dann sitzen die fest, richtig. Pass drauf. Gib schnell mehr. Komm nur weiter, dann ist die Stange gleich weg. Du hör ihn auf! Ja, aber was für eine Stange? Hau das Ding da doch hier drauf. Nee, wenn du da drehst, dann ist da Bewegung drin. So. Du eiert aber ganz schön, wa? Ja, aber der dreht sich ja gar nicht, das Ding. Ja, dafür hast du das noch, da muss der Spind da noch ran. Joke. Ey, den kriegen wir jetzt nicht mehr runter! Hey! Was du denn? Was ist denn das Problem jetzt? Komm gleich. Nee, hab ich doch nicht. Wegen Warte! Ich hau ihn. Wir können es nicht lassen! Ich wollte es doch nicht testen. Jetzt ist er weg. Nee, ich hab da keinen Bock mehr drauf. Jedes Mal mit seinem... Ich wollte das doch nur testen. Ja, warte noch, bis es fertig ist. Ja, wusste ich ja nicht. Dachte, er wäre fertig. Nee. Hau dich nicht so weit, wenn wir das gleich wieder auseinander haben, dann fühlst du dich nie wieder rein. Das stimmt. So, jetzt funktioniert's. Wenn der Reifen sich dreht, dreht hier unten sich das Moped mit, Sand fällt raus. Et voilà. Was hast du jetzt denn gemacht? Er hat dich rausgezogen, Klappe. Hey, was machst du? Ja. Was machst du denn? Er ist rausgefallen. Ich sehe es aus dem Tür. Zum Ziehen. Hinterm Trecker. Den kannst du hinterm Trecker? Kannst du nur. Ja. Wieso kannst du es nur? Ich dachte auch zum Schieben. Nee. Aber wir können hier ein paar Eisenstangen dran schweißen, das Ding abflexen. Natürlich! Jetzt fängt es wieder an, das Ding, das neuwertige Ding auseinanderzubauen. Der kommt hinter den kleinen Trecker. Ja. Und da fährst du mit los. Ja, das muss ja jemand vom Fach machen. Das kann ja nur ich. Dann müssen wir du hast den Trecker in 6 Monaten. Du hast in 6 Monaten den Trecker restlos total Schaden gefahren. Ich habe gerade zu Udo gesagt, der ist so ein bisschen mini, das Ding, ein bisschen Lütsche für die raus mit dem Trecker, ne? Dann sagt er, ja, und dann habe ich gesagt, ja, der kannst besser für meinen Jungen, wir sind so sein Bobbycar spannen, Alter. Der kann mit dem Bobbycar mit dem Rasen jagen. Guck mal, wie klein das ist hier, oder? Hat Udo ausgesucht. Was hab ich? Du hast den ausgesucht. Wer hat gesagt, Turm bestellen, Mann? Du hast den gesagt. Ich hab gesagt, das Ding ist nicht. Ist das wohl Maßstab 1 zu 32 oder was? Du bist das. Immer bin ich schuld. Ist das hier wieder aus dem Modellbausatz oder was? Meinst du, es funktioniert nicht? Niemals. Warum? Weil das Loch viel zu klein ist. Weißt du, wofür das ist, das Teil? Nee. Für den Kunstrasen mit den Eulen hier. Sag, Granulat. Nee, den ja, Granulat verteilen. Und den Warzahn, ja. Kann auch sein. Was mit Torben denn, du? Sag Torben ihm Bescheid dann. Kannst du gleich den Trecker hier stehen, da stehen lassen? Kannst du den Trecker gleich im Stehen lassen da? Wir wollen das gleich im Ausprobieren. Ja. Danke, Torben. Also jetzt kann ich kotzen. Jetzt wollen wir da wirklich Mutterbohnen rein. Dafür haben wir das Ding doch gekauft. Mann, oh Mann, ich krieg hier nicht. Jetzt krieg ich. Ey, das ist komisch. Warte, Dennis, kannst gleich reden. Aber wenn der ältere Herr redet, haben Kinder ruhig zu sein. Ja. So. Hör dir das mal an. Wenn du
Erst ausprobieren und dann kritisieren. Ja. So. Okay. Aber kann das wohl sein, dass du das von deinen Enkelkindern von den Playmobils geklaut hast, die Sachen? Da Ding dein weg. So, und jetzt kommt's. Wo willst du den festmachen? Ja, du brauchst eine Anhängerkupplung. Der müsste hier festgemacht werden. Ja. So. Ich krieg eine Krise, weißt du? Wir kaufen was und haben noch nicht mal eine Kupplung dafür. So geht das nicht. Der ist so hoch. Nee, das wird noch gehen. Aber wo willst du denn sehen? Dann doch einfach. So, bist du wie bei Werner? Ein Tüdeldraht holen von Hansen und tüdelst du das da so drauf. Okay? Ja, tüdel hier gleich ein. Das ist ja Gummi. Ja, das ist ein Gummi. Mit einer Forke. So Daniel, bring in eine Schaufel! Weißt du, was ich mich hier schon seit 30 Jahren frage? Dass die Schiffe bei der Mayerwerft überhaupt schwimmen. Solange die Udo das schon arbeitet. Das kann mir doch keiner erzählen. Und er da gerade wieder mit seiner geilen Forke versucht. Willst du ein paar Würmer aus dem Sandhaufen holen oder was? So, jetzt kommt. Tüdeldraht da, gelöt. Ich hab ja gut. Das ist eine Fehlinfektion. Was ist das? Fehlkauf ist das. Da kann ich bis morgen früh testen. Kunst wird da durchgehen. Du musst langsam fahren. Wir bauen wirklich stundenlang was zusammen. Wir haben was gekauft. Und das ist kein Sandstreuer, sondern das ist höchstens Rasenstreuer, also Grassaatstreuer oder ein Kunststreuer. Mehr ist das nicht. Weil der Sand ist zu nass, der geht da gar nicht durch. Das ist so ein Schlitz, ist das. Das war komplett eine Fehlinfektion. Kauf. Mir hat die Schnauze so voll, das glaubst du gar nicht. Und ich bin jetzt schon wieder so in Rage. Und Tom, wir beiden haben nachher noch ein Vier-Augen-Gespräch. So, Gewinnspiel gilt noch bis Mittwoch. Mittwochabend wird ausgelost. Wisst ihr, was zu gewinnen gibt? Feinschal, dann gibt's Käppi, Wintermütze, Socken und Ball. Didi kommt. So. Auf der Qualität ist, wir sie noch rausstellen. Ja, hier! Sonntagmorgen hier ein Auto machen. Ich weiß gar nicht, was ein Auto ist. Jedes Mal dieselbe Kacke hier, Sonntagmorgen. Dann kommt ihr auf solche Trichter. Wir müssen Aufnahmen machen, Outro-Aufnahmen. Ich hätte wohl ein Auto, aber doch kein Outro-Aufnahmen. Mein Gott, nee, Sonntagmorgen. Wo ich normalerweise mit Bienchen zum Frühstücken schön am Tisch sitze. Jetzt soll ich auch noch Trecker rausholen, oder was? Sonntag morgens hier den Trecker rausfahren, damit mir der Nachbar noch mehr auf den Schlips geht. Ja, also echt. Weißt du, der hat mir noch mal mehr lieb als sonst was. Das ist so was Blödes hab ich nicht gesehen. Ja, jetzt fahr ich hier durch Auto. Ich fahr durch Auto. Hier, Auto. Na, liebe Zuschauer, danke, dass ihr unser bescheuertes Video immer anguckt. Teilen und liken. Und Daumen nach oben lassen für sowas Bescheuertes. So, jetzt muss ich umdrehen. Ah, ja, Gott, nochmal. Das ist die ganze Scheiße hier. Jetzt geht der jetzt in die Garage. Schaut einfach mal in unseren Shop vorbei. Da unterstützt ihr unser Verein mit. Also, ist ganz lieb von euch. Und wie gesagt, das Video immer schön teilen und liken. So, und jetzt fahre ich in die Garage. Jetzt kannst du mich mal am Arsch lecken. Ich will jetzt nach Hause mit meinem Bienchen frühstücken. Nein. So was Bescheuertes, so ein Heckmeck hier am Sonntagmorgen machen. Kriegst du noch eine Krise hier?